langsam zum Aufwärmen starten wir erstmal ja, mit mittlerer Intensität, also noch nicht Vollgas, aber schon auch in Bewegung zu kommen. Und die erste Runde wäre dann aus Technik. Also locker aus der Deckung herausarbeiten, mit gerade Haken, aufwärts Haken. Alles, was mit der Faust machbar ist. Gut, dann erweitern wir das schrittweise, bis wir im Grunde alle Extremitäten dann mit in der Übung drin haben. Gut, also erste Runde. Schattensparring. Nur Handtechnik. Und jeder locker für sich. Und gut. So, erste Runde Haustechniken. In der zweiten Runde erweitern wir das Ganze und nehmen Ellenbogentechniken dazu. In beliebiger Kombination. Das heißt, es kann zum Beispiel Jab, Cross und dann Ellenbogen sein. Kann aber auch eine Kombination aus mehreren Ellenbogentechniken sein. Und ich kombiniere immer so 3 bis 5 Techniken miteinander. Können auch Einzeltechniken sein, oder 2 Kombinationen. Aber so mit 3 bis 5, glaube ich, da kommt jeder ganz gut mit zurecht. Zweite Runde, Faust- und Ellenbogentechnik. Okay, nochmal lockern, wir erweitern und nehmen jetzt für die nächste Runde Knietechniken mit dazu. Das heißt, wir haben Fausttechniken, Ellenbogen und jetzt Knietechniken mit dazu. In welche Richtung auch immer. Das heißt, es können jetzt natürlich Knietechniken zum Körper sein, gerade und gedreht, aber auch für den SV-Bereich. Knietechniken abwärts, Kniefall, Knie zum Oberschenkel, solche Sachen gehören da auch mit rein. Und los geht's. Thank you.
Okay. Dann letzter Erweiterungsschritt. In der letzten Runde vom Warm-Up nehmen wir jetzt noch Tritttechniken mit dazu, sodass wir dann haben Fausttechniken, Ellenbogentechniken, Knietechniken und Tritte in jeder erdenklichen Art und Weise. Gut. Achtung, fertig, los. Okay, und